Und dann war es so lustig, dann war ich beim Post und da ist so ein Typ mit einer Mosin um die Ecke gesprungen und wollte dann halt gucken, ob da jemand ist. Und genau als er gesprungen ist und aufgekommen ist, habe ich ihm direkt einen Header gedrückt. Das arme Schwein. Oh ja. Und dann haben welche den Boss gemacht, dann bin ich reingegangen. Ach, das war ein Solo-Spieler, genau, den habe ich dann platt gemacht. Dann habe ich den Boss verbannt und dann kamen auf einmal zwei Typen und die habe ich schon angehetet und der eine hat dann einen Hammer genommen und wollte mit dem Hammer, ist auf mich zugerannt, wollte mit dem Hammer umkloppen, weil er gedacht hat, oh, der hat mit der Armbrust daneben geschossen, das dauert bestimmt, bis der nachgeht. Ja. Aber ich bin weiter zurückgegangen, hab nachgeladen, dann kam der angerannt, zack, umgeschossen. Und sein Partner hat komplett das gleiche gemacht. Da hab ich mir gedacht, ey Leute, wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Echt? Ja. Hast du dann auch noch weggemacht dann? Ja. Dann 6 Leute gekillt, ey. Cool. Und kurz vor dem Ausgang bin ich verreckt. Ach, scheiße. Weil da kamen 2 Emulatoren. Und da waren, ich glaube, 5 oder 7 Grunts. Die wurden dann natürlich wegen irgendwas getriggert. Mhm. Kamen alle auf mich zu. Ich hatte keine Chance, keine Ausdauer mehr. Dann habe ich schon gedacht, soll ich jetzt den Emulator anschießen? Dann habe ich gedacht, nee, geht ja auch nicht, der ist zu nah. Mhm. Zu ärgerlich, so einen schönen Run gehabt, ja. Dann so dumm verreckt. Mist. Ey, hast du mal dieses... Das Wummern gehört? Welches Wummern? Dieses dumpfe Krollen hier auf der Map? Nee. Das war am Anfang schon, da ging das Spiel noch gar nicht los. Das hänge ich mir auch so. Du bist das, ne? Ein Erdnuckel. Also jetzt höre ich gerade nur die Mietheit da hinten. Ja, nee, oben. Das war gerade so... Haben wir das als neuen Startsound genommen? Nee, das war auch jetzt, wo wir ja von Dings, von Scupper Lake. Okay. Hochgerannt sind. Muss man sagen, wenn das wieder ausdrückt. Na, da sind auch Raben. Mann, dieses Viehzeug. Ob man die mit der Leuchtpistole wegschießen kann? Nee, leider nicht. Da vorne ist ein Fetter. Das weiß ich nämlich so gut, weil ich es immer irgendwann mal wieder ausprobiere und dann, dann fällt mir wieder ein, das hast du doch schon mal ausprobiert, funktioniert immer dann. Ja. Oh, hier ist noch ein Versorgungswagen. Jetzt habe ich auch einen Haftbomb habe ich gekriegt. Oh, ist ja nice. Nur ein Boss auf der Mappe. Ja. Ey, ich würde es so cool finden, wenn du eine Granate ausgewählt hast. Mhm. Oder eine Spritze. Und dann Nahkampf machst, dass du mit dem Gegenstand schlägst. Nicht mit der Faust. Ach so. Das wäre doch so geil. Aber du fliegst in die Luft. Samt beim Gegner. Wäre aber auch nicht schlecht. Oder wenn du so eine Stacheldrahtbombe hast, guck mal, mit der... Ja. Alter, mit der haust du zu, das ist ja geil. Ach so? Krass, mit der geht das. Da ist ein Zombie, schlag ihn um. Probier jetzt mal. Das ist ja mega geil. Jawohl, jetzt mal schön daneben.
das ist ja mega cool. Ja. Hier ist noch so eine Lootbox, brauchst du die? Nee, ich bin voll. Oh, hier ist er so, ja, der Boss. Hier schnell rein, Hefte an. Ja. Jetzt irgendwas anhängen. Ja. Ich will den Arsch bis zum Hals aufreißen. Hoffentlich klappt's. Ja. Und hoffentlich fliegt er in der Luft. Nicht, dass es... Ja, doch, doch. Das funktioniert gut. Kann ich den letzten Schuss mit dem Arbeitspartner machen? Ja. Warte, ich schlag nochmal drauf. Na, dann kannst du die Brotbüchse ja noch benutzen. Ah, die war draußen. Ich hab Angst. Ich leite Verbannung ein, oder? Ja, mach. Guck ich mal schnell zur Brotbüchse. Oh, Leuchtpistole. Munition. Aber macht schon mal wieder Spaß, Hand zu spielen. Ich jetzt, wie lange habe ich es jetzt nicht mehr gespielt? Eine Woche? Okay. Ich weiß es nicht. Länger? Nee, ich glaube, eine Woche kommt ganz gut hin. Mhm. In deiner Verzweiflung hast du schon annonciert. Habe ich gesehen. Was habe ich? Annonciert. Ja. In der Gruppe. Alter, ich habe noch in einer anderen Gruppe und habe damit eine Diskussion angestoßen, wo ich mir dann später gedacht habe, so ey Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Echt? Ja, weil ich habe dann gesagt, hey, ich habe jetzt fast 1000 Spielstunden und ich möchte gerne mit Leuten spielen, die habe dann verschiedene Faktoren angegeben. Ja. Und dann hat einer gesagt, aber den Faktor, den kann man doch nicht nehmen. Dann hat wieder einer gesagt, ja, und das kann man doch auch nicht nehmen. Ja. Dann habe ich denen geschrieben, ey, anstatt zu sagen, was man nicht nehmen kann, sagt mir mal, was man dann überhaupt noch nehmen kann. Ja. Und dann waren sie ganz ruhig. Ja, das ist war bei mir auch so. Ich hatte ja so unser Best-of. Ja. Da muss ich auch lachen. Das habe ich dir, glaube ich, da haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen oder so. Wo wir dort, das war vor Cypress, da sind wir gespawnt. Und du, Matze, hast du jetzt hier eine Haftbombe dabei? Ich, ja, gucke so rein und sage, ach nee, hab ich vergessen. Und ihr so, Pascal, ach hör mir auf. Und du, oh Mann. Ihr wart völlig fertig. Fertig mit den Nerven. Das war da, wo du den Schuss gehört hattest, den Schallgedämpften, Pascal und ich, echt? Und du, ja, hier kam irgendwas an. Und ich so, dann über den Zaun gesprungen, bumm, Schallgedämpften Treffer gekriegt. Ja, du hast recht, du hast recht. Aber poste ich da sowas, weißt du, oder so eine Preview, sowas Kurzes, schreibt einer, Werbung ist verboten, dann groß, alles groß, wieso, also schreit mich an, wieso? Ja. Machst du das andauernd? Ey, darf ich doch nicht verarschen? Ich hab doch, das ist mein zweiter Post innerhalb von 4 Wochen Abstand. Da habe ich ihn drunter, dann hat er noch was geschrieben. Also so ein dummer Mensch, das muss ich euch mal nochmal durchlesen. Dann haben
irgendwann habe ich gesagt, naja, hier gibt's Admins, wenn es denen nicht passt, dann würden sie das schon löschen und so weiter. Ja. Und er so, und dann habe ich ihn noch als Anscheißer, ich sage so, Anscheißer, kann keiner leiden und so. Dann hat er mir seine Steam-Nummer geschickt. Ich sollte ihn bei Steam admin. Ich sage, hä, Alter, bist du nicht ans Glatt? Dich hatte ich doch nicht als Freund, Alter. Du bist mir absolut unsympathisch. Solche Typen kann ich überhaupt nicht leiden. Hier die Leute anscheißen. Wenn du den adden, wenn du das annehmen würdest von dem, dann würde der entweder auf deinen Account oder dir eine Nachricht schreiben, dich da nochmal ankacken und dich dann wieder Freundschaft wieder beenden. Sowas hatte ich nämlich letztens auch schon mal. Ach so. Solche Affen. Alter, letztes Mal hat mich auch ein anderer Streamer, der hat mich so der hat. Echt? Ey, der hat mich wirklich so heftig auf meinem. Auf meinem Profil habe ich das öffentlich. Jeder kann auf meinem Profil Kommentare hinterlassen. Ja. Alter, und dann hatte ich von dem zwei Kommentare so lange und der hat mich so fertig gemacht. Ich habe den gemeldet. Echt? Weil der hat gesagt, der hat einen Wackbahn, der cheatet bei Hand und so. Sieht man ja voll in seinen Videos. Ist das ein. Und dann habe ich mir nur so gedacht, ey Junge, du bist doch einfach nur behindert. Hm. Ja, die wollen Konkurrenz wegbringen. Ja. Hm. Hat er gesagt, ich sorge dafür, dass du bei Twitch einen Strike kriegst. Hm. Habe ich gesagt, viel Erfolg dabei, das wirst du nicht hinkriegen. Hm. Oh, so dumme Menschen, also das kann man sich nicht ausdenken. Na, bis jetzt noch keiner da. Hm. Oh, die Ausgänge sind alle oben. Vor allem, ich habe den, als ich dann neue Leute gesucht habe, habe ich gesagt, hey, bei CSGO gibt man auch meistens an, ich habe so und so viele Stunden, bin so und so viel Rang. Ja. Aber ich suche auch für den und den Rang oder von dem Rang bis zu dem Rang Mitspieler. Habe ich gedacht, habe ich dann gesagt, ja, ich habe gedacht, kann man hier bei Hand ja auch machen. Mhm. Und dann haben sich gleich voll viele auf den Schlips getreten gefühlt. Ja, es gibt ja welche, die sind gerade mal Prestige 1, haben aber eine KD von 2-0. Und dann haben auch, dann waren auch ein paar andere Vernünftige da, haben gesagt, ja klar, wenn ich erst so und so oft gespielt habe, 16 Kills habe und nur, keine Ahnung, 10-mal gestorben bin oder noch nicht mal. Ist ja klar. Sollen sie ruhig mal erstmal ihre 1000 Spielstunden haben, dann wird sich das schon relativieren. Oh, da hinten im Maisfeld. Aha. Da rennt jemand. Weil ich habe auch schon oft genug welche gesehen, die sind Prestige 5 und die checken immer noch nicht genau, wo Sounds herkommen oder was mache ich jetzt und so. Ja. Na, die gehen immer weiter nach rechts, also immer weiter nach Südosten rüber. Wollen die uns umgehen oder was? Ja, die kommen gleich von Richtung Schlachthaus. Oh ja. Da waren sie da hinten. Okay. Ja, von hier sehe ich jetzt leider nicht mehr. Jetzt haben sie Rahmen aufgescheucht. Mhm. Ich bin jetzt mal draußen. Mhm. Ja, beide bei 120. Sind ein bisschen auseinander. Ja. Die sind da unten in der Senke. Aha. Einen höre ich da irgendwie. Oh, der andere ist da hinten bei der Hütte. Hat einen Hit. Er ist tot, glaube ich. Echt? Oder ich weiß nicht, hat irgendwie geschrieben. Sein Partner ist jetzt bei Süden, Südwesten. Ich glaube, den hast du echt gekillt. Ich habe gerade nur noch den da hinten gesehen. Ja, da hinten. Hm? Bei der Brot. Bei der Brot. Shit. Der hat mich hart gehittet. Ist hier außen. Ah. Ist außerhalb.
Der ist bei 120. Ja, da ist er. Hinter dem Baum. Ordentlich eine verpasst. Muss mich doch mal hören. Scheiße, ich habe ihn einen gegeben, aber hat mich umgeniedert. Er wird sich wohl gerade heilen. Ja. Boah, was ein Glück. Hätte ich mich auch mal heilen sollen, das wäre vielleicht vernünftiger gewesen. Was? Tja. Der war doch da. Ja, dachte ich auch. Achtung, er ist noch dort. Rechts. Rechts. Ja, zwischen den Bäumen, hast du gesehen? Mhm. Hey, fuck. So. Er trifft gut. Ey, ich treffe gerade gar nichts mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Gibt's doch nicht. Jetzt, sehr schön. Aber dann wenigstens in den Headshot. Ja, Alter, was? Das gibt's doch gar nicht. Hä, hey, du warst auch drauf gewesen. Ja, vor allem das erste Mal, als er hinterm Baum vorgeguckt hat, da hab ich seinen Kopf gesehen, abgedrückt, kein Hitmarker. Mit der Mosin ihn einfach jeden Schuss vermasselt. Ich nehme wieder die Label, mit der spiele ich besser. Alter Schmiede. Ey, Alter, nein, scheiße. Boah. Hat. Boah, ich wollte gerade meine Waffe aufheben, Alter. Wie viel Meter? Warte, ich muss mal gucken. 89 Meter? Da kam der auch von da unten. Ja. Meter. Adlerauge. Macht da einen Baum. Ey, ihr wollt mich doch alle verarschen, Mann. Ja, jetzt war er weggegangen. Hä? Jungs, heute... Jetzt endlich mal. Du warst da drauf, Alter. Ja, ich war die ganze Zeit drauf. Steht das gerade mit der Hitbox los, ey. Er wird sich gerade heilen, ne? Der Hund. Schade. Alter, ich sehe den doch da an der Ecke. Ja. Warum treffe ich den denn nicht? Digga. Hat der spezielle Binden oder warum dauert das so lange? Verwickle dich mal. Ah, ich habe nur noch eins. Mhm. Achso. Na gut, aber besser als tot zu sein. Meine Fresse. Gibt's das? Okay, jetzt, das war knapp. Echt knapper Schuss. Ah, jetzt ist er tot. Okay. Ich hab's Flatsch gehört. Gut, ist auch schön. Boah. Hat mal umgeguckt, keinen gesehen in der Nähe. Aha. Boah, ich brauche dringend Munition. Da drin stand.
standen ein paar Kisten. Da in der, das stimmt, beim Boss, ja. Mhm. Was ist mit Alter, ihm? Alter, du hast da nur markiert, mir brüllt rum. Ja. Das waren die letzten Nerven, die mit dem durchgegangen sind. Ja. Hier ist auch nochmal. Oh, ich bin toll. Ach, da ist auch nochmal Munition. Dort. Ja. Hier auch nochmal. Oh, Alter. Reichlich. Boah. Ein Paradies. Ja. Und hier war auch nochmal. Überall Munition. Ja, dann pilgern wir mal Richtung Ausgang. Hm. Oh, hier vorne. Auf dem Weg. Da. Abse? Echt? Glaube ich. Also ich hab geschossen und sie fiel tot um. Ich weiß nicht. Nee. Da hinterm beim Zaun. Ich hab sie richtig wegfliegen. Oh, scheiße. Mich auch. Ich hab's richtig wegfliegen sehen. Oh, Alter, ich habe immer weniger HP. Danke. Bitte. Ich hab's so richtig wegfliegen sehen. Ich hab grad genau dann dahin geguckt, wo die war. Ey, doch, du hast beide gekillt. Mhm. Nice. Ey, die laufen gerade alle mit diesem Skin rum. Ja. Dann kriegst du ja praktisch hinterhergeworfen. Ja. Oh, Dynamit. Das war echt lustig. Aber gestern beim Quickplay hatte ich auch so einen Moment. Ich hatte die Label Heckenschütze. Mhm. Da habe ich dann einen durch das Maisfeld rennen sehen. Hab den, musste den aber dreimal hitten, bis er endlich verreckt ist. Dann habe ich den gekillt. Später hatte ich die Heilquelle. Ja. Da habe ich dann, kam noch ein Typ angerannt. Den habe ich auch angehittet. Aber er hat mich dann auch extrem und ich habe gedacht, ey scheiße, ich habe nichts zum Heilen. Ich habe nur 50 HP jetzt. Und ich renne weg. Und ich war am Maprand und habe gemerkt, scheiße, ey, da kannst du dich nicht mehr verstecken. Dann habe ich mich hinter dem Baum versteckt und habe gewartet, bis er kommt. Und er hatte eine scheiß Bornheim dabei. Aber keine Chance. Als er dann um die Ecke gesprungen hat, habe ich ihm auch wieder einen Headshot gedrückt. Der wird sich bestimmt auch wieder so geärgert haben. Ja, naja, klar. Da pushe ich den so schön und dann kriege ich einfach nur einen Headlock. Da hat er die Rechnung ohne den Bot gemacht. Ja. Ich habe nichts zu sehen vor uns. Munition kann man wieder auffrischen. Ja. Ach ja, da war ein Versorgungsboot. Aber ne, da will ich jetzt nicht nochmal hinlaufen. Ah, ja, da sind zwei sogar. Okay, willst du hin? Zu dem einen wenigstens, oder? Na los. Ey, als ich den Typ da hinter dem Baum gekillt habe, als ich abgedrückt habe, hatte ich schon den Hit. Nee. Doch, ich habe abgedrückt und bin dann aber weg und habe dann erst den Hitmarker bekommen, gell? Ja.
Ich habe irgendwie in dem Moment gedacht, so, ey, ich bin jetzt aber sowas von aus dem Kopf. Ja. Es ist manchmal... Oh, Köder. Hä? Das hat aber jetzt schnell Blutung gestoppt. Ja. Vor allem, die war auch gar nicht so stark. Der Abak hat es echt schon ein bisschen Revolver. Ja, moin. Gucken wir noch mal kurz. Nicht zu sehen. Mann, ich habe noch zwei Dynamit und Fettsack mehr, meine. Ganz nice. Mhm. Ja, sonst stampft immer einer hier rum. Ja. Halt, wir müssen weiter nach da oben. Ah, da sind Wasserteufel. Und die knallen ab. Hä? Was war mit der, Alter? Ich war drauf. Ja, war genau wie bei mir eben mit dem Typen. Mhm. Merkst du, dass du angeschnallt wirst? Ja, ein bisschen, aber ich sehe es nicht. Du hast irgendwie einen leuchtenden Punkt an deiner Schulter. Was ist das? Meine Lampe. Ja, aber ich sehe die Lampe nicht. Ah, da sieht man immer nur diesen Punkt. Ach so. Den Lichtkegel. Aha.